Hallo liebe Kicket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial Kicket 5.1.x. Hallo, vielleicht hat es der eine oder andere von euch bemerkt. Ich habe hier schon seit einiger Zeit eine ZIP-Datei auf dem Desktop liegen und das ist ein Kicket-Template und das hat mir der Kanalabonnent Lutz Müller zugeschickt. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an Lutz. Und zwar hat er sich bereit erklärt, hier mal dieses Template zu überarbeiten und zwar das Ganze HTML5 tauglich zu machen, damit auch die modernen Browser damit umgehen können. Ich hatte ja in meinen Videos zum Thema Templates erzeugen die Anleitung aus dem KiCad genommen, aus der KiCad-Webseite bzw. aus der Bedienungsanleitung von KiCad und die war nicht mehr oder ist nicht mehr die aktuellste. Und er hat das hier also angepasst. So, ich werde dann in der Videobeschreibung verlinken. Ich mache das mal hier. Ihr seht das hier auf meiner Seite. Ist das dann verlinkt? Hier könnt ihr das dann herunterladen. Ist die aktuelle Version. So, wenn ihr die ganze Sache heruntergeladen habt, könnt ihr dieses ZIP dann auspacken. Und das packt ihr am besten hier in den KiCad, in euren KiCad Template Ordner. Packt ihr das dann aus. Da sind ja eure Vorlagen, die ihr bisher erstellt habt. Die müssen jetzt nicht unbedingt so heißen wie meine hier, aber die sind da dann da. Dann könnt ihr hier reinwechseln und ihr habt ja hier diesen Meta-Ordner. Den alten Meta-Ordner, den schmeißt ihr raus und kopiert dann den entpackten Ordner oder verschiebt den kompakten Ordner hier rein. Ich habe das hier schon mal gemacht. Das ist also jetzt der neue Meta-Ordner, ausgepackt aus dem ZIP. Und wenn wir da mal drauf gehen, dann sehen wir hier so ein wunderschönes Icon und hier diese KiCad Small PNG und das ist die neu erstellte HTML-Datei vom Lutz. Ich mache sie mal auf mit der Textbearbeitung und wenn ich die hier ein bisschen größer ziehe, dann sehen wir jetzt hier mal dieses Style Sheet, wo hier einige Sachen beschrieben werden als Stylesheet und hier unten kann man dann entsprechend KiCad-Vorlage, mein erstes Template, das kann man dann alles handschriftlich anpassen oder anpassen, wie man das benötigt. Und natürlich sollte man ganz wichtig hier unten das Copyright anpassen und entsprechend auf seine Bedürfnisse schreiben oder umschreiben und das Ganze speichern. Und wenn wir jetzt dieses Template mal aufmachen. Ich zeige es mal hier, ich mache mal KiCad auf. Dann kann man hier auf ein neues Projekt als Vorlage erstellen, drauf gehen, mach mal größer. Und dann haben wir ja hier die Benutzervorlagen, die eigenen. Dann sehen wir hier schon dieses schöne Icon. Und wenn ich hier drauf klicke, dann sehen wir hier das KiCad-Logo und dann den entsprechend angepassten Text. Das macht ihr dann für euer Projekt selbst. Ich kann natürlich, wenn ich das jetzt hier ausgewählt habe, mit OK bestätigen, werde dann gefragt, wo ich das hinspeichern möchte und welchen Namen ich hier vergeben möchte und könnte somit ein neues Projekt anlegen nach den Vorgaben, die ich da eingestellt habe. So, ich breche das hier an der Stelle ab. Wie man das im Einzelnen noch macht, das hatte ich in anderen Videos schon erklärt, könnt ihr euch mal anschauen. Hier mal dieses Einbinden. So, dann hat der Lutz noch was gemacht. Auch das werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Und zwar hat er in seinem Google Drive sich freundlicherweise bereit erklärt, hier mal noch die ein oder andere Anleitung als PDF zur Verfügung zu stellen. Die könnt ihr euch dann herunterladen, ausdrucken oder speichern, wie auch immer. Da sind also einige interessante Anleitungen zum Thema Layer, die Layer beschrieben, die Tastenkombination, verschiedene Komponentenbezeichnungen, Schaltplansymbole und so weiter. Das hilft euch mit Sicherheit gerade auch den Einsteigern unter euch weiter, wie man hier was designt und wie man auch gewisse Dinge bezeichnet als Symbolbezeichner. Und das könnt ihr hier entsprechend auslesen. Nochmals herzlichen Dank, Lutz, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tom.